So, hallo. Heute zeige ich mal, wie man eine vollkommen fertige Website innerhalb von ein paar Minuten erstellt. Und zwar inklusive einem Baukasten und mit WordPress. Dazu gehen wir einfach in das Webhosting-Menü, links auf WordPress und dann kommen wir hier ins WordPress-Toolkit rein. Wenn noch keine Seite installiert ist, können wir einfach hier auf Installieren klicken. Und wählen hier die passende Domain aus, in diesem Fall ihre firma.de als Beispiel. Und eine Website-Beschreibung. Die kann man natürlich jederzeit noch ändern. Jetzt gibt es hier bei Plugin Theme-Paket eine Auswahl, und zwar hier Website mit Baukasten. Das bitte einmal anklicken. Deutsch und die aktuelle Version von WordPress. Und einen Benutzernamen. Das sollte nicht unbedingt nur Admin sein, sondern irgendetwas anderes. Das Kennwort können wir generieren lassen, das braucht man in der Regel jetzt nicht. Und bei Einstellungen für automatische Updates noch Plugins und Themes aktualisieren. Und dann einfach auf Installieren. Es gibt hier halt ein fertiges Paket, wo ein gutes Theme für WordPress installiert wird. In diesem Fall ist es Astra. Und ein paar passende Plugins, also der Elementor Baukasten, die Starter-Templates, ein SEO-Optimierungstool und das Lightspeed-Cache-Modul. Mit dem kann die Website dann hinterher optimiert und beschleunigt werden. So, das Ganze dauert jetzt ein paar Minuten. WordPress wird gerade runtergeladen und installiert. Und im Anschluss die Plugins runtergeladen und aktiviert. Und dann ist es auch schon fertig. Dann können wir direkt ins Backend gehen. So, WordPress ist jetzt schon installiert worden. Und hier unten kommt gleich eine neue Meldung. Dieses WordPress Toolkit sorgt dafür, dass das WordPress dann immer aktuell bleibt. Wir brauchen jetzt keine Plugins mehr installieren. Und hier unten in dieser Meldung steht dann, dass gerade die weiteren Plugins und das Theme installiert werden. Der Vorgang dauert jetzt ein bisschen. Aber sobald das fertig ist, können wir hier einfach nochmal auf Aktualisieren klicken. Und dann geht's auch schon los. So, jetzt ist im Grunde alles fertig installiert. Das WordPress sieht jetzt im Grunde so aus. Aktueller Screenshot. Installiert haben wir jetzt das Astra Theme. Und ein paar Plugins hier, Elementor-Baukasten und das Lightspeed-Cache-Modul, ein Tool, mit dem man die Google-Fonts lokal speichern kann, ein SEO-Optimierungstool und die Starter-Templates. Jetzt können wir einfach hier im WordPress einfach mal anmelden. Da brauchen wir jetzt kein Passwort für. So, das ist jetzt das normale WordPress-Backend. Hier stellen wir letztendlich dann die Seiten. Es gibt auch Beiträge, aber bei den fertigen Websites, die werden alle mit Seiten erstellt. Und hier ist der Elementor-Baukasten in der Kostenlos-Version. Jetzt sieht unsere Seite hier, ich kann das mal eben öffnen. Die Seite sieht jetzt so aus. Das ist das normale WordPress, praktisch in Blockformat. Und jetzt können wir ganz einfach eine fertige Seite installieren. Dafür klicken wir auf Design und dann hier auf Starter Templates und wählen hier noch den Elementor Baukasten aus. So, weil es die kostenlose Version ist, müssen wir hier auf Free klicken. Und dann haben wir jetzt diese ganzen fertigen Website-Designs zur Auswahl. Das kann man jederzeit ändern oder einfach überschreiben. Deswegen kann man es einfach mal testen. Wir können jetzt einfach mal hier so eine Seite installieren. Dann klicken wir unten auf Import Complete Site. Ab und zu kommt hier dann eine Fehlermeldung. Aber das können wir dann einfach nochmal wiederholen.
So, hier muss man noch ein paar Informationen angeben für den Hersteller. Und um alle Funktionen jetzt vom Elementor zu nehmen, muss man sich auch bei elementor.com einmal einen Account erstellen. Aber dazu mehr. Jetzt wird einfach der ganze Content installiert. So, und dann können wir uns die Seite auch schon anschauen. Dazu wird ein neues Fenster geöffnet. So. Hier ist unsere Domain, also ihrefirma.de. Und das ist jetzt die komplette Website. Im Grunde halt das fertige Design, wo man jetzt nur noch den Text ändern muss. Das meiste ist immer in Englisch, weil es auf Deutsch fast nichts gibt in dem Bereich. Aber wir müssen den Text ja sowieso komplett ändern und eventuell auch die Bilder austauschen. Um das Ganze zu machen, gibt es hier jetzt den Elementor Baukasten. Das heißt, man geht einfach auf irgendeine Seite drauf, beispielsweise Services. So, und wenn man jetzt sagen will, hier ist noch ein Video drin und FAQs, wenn man einzelne Sachen nicht braucht, dann kann man hier auf mit Elementor bearbeiten klicken. Dann wird der Baukasten geladen. So, und jetzt haben wir hier die ganze Website drin und können jetzt einzelne Elemente editieren. Das funktioniert im Elementor so, dass man hier den Editor, den kleinen Editor-Button immer anklickt. Und dann auf der linken Seite den Text ändert. Und das war es auch schon. Und hier gibt es noch einen Link. Das ist dann hier unten zum Beispiel. Oder man könnte noch ein Bild hinterlegen. So wie hier oben. Hier ist ja so ein kleines Bild. Das sieht man kaum. Aber das kann man dann hier auswählen oder verändern. Wenn man jetzt sagt, man braucht das hier alles nicht. Zum Beispiel FAQs braucht man nicht, dann klickt man das hier einfach weg. Na, war jetzt zweimal drin und ja, beim Video-Content ist das genauso. Hier ist jetzt ein Vimeo-Video angegeben. Gibt es verschiedene Optionen noch. Man kann natürlich auch ein YouTube-Video oder ein selbstgehostetes Video verwenden. Und wenn man jetzt beispielsweise einfach mal sagt, man möchte diesen Abschnitt woanders haben, dann kann man den einfach nehmen. Und beispielsweise hier unten einfügen. Das war jetzt nicht so gut. Da rein. Der Vorführeffekt. So, und hier können wir die Schriftarten ändern. Das geht dann immer unter Stil oder Style. Beim Elementor gibt es definierte seitweite Schriftarten, beziehungsweise Schriften, die definiert sind. Man kann die aber hier auch immer ändern. Man sollte nur nicht zu viele verschiedene nehmen, weil man hinterher das Ganze ja noch optimieren muss und sonst muss man verschiedene Schriftarten auch immer speichern. Und der Browser letztendlich laden, was dann zur Verlangsamung der Seite führen kann. Ja, aber wie das Ganze im Elementor dann funktioniert, zeigen wir auch in einem anderen Video. Aber auf diese Weise kann man jetzt eine komplette fertige Website einfach erstellen, innerhalb von ein paar Minuten, und man ist nicht an einen Homepage-Baukastenanbieter gebunden. Das Ganze ist im Grunde kostenlos und absolut modern. Man kann natürlich auch hier beispielsweise sagen, man möchte das Design jetzt mal fürs Handy anpassen. Das heißt, was man hier einstellt, gilt dann auch nur für das Handy. Das heißt, man kann auch einzelne Abschnitte jetzt hier, da kann man jetzt hier sagen, die sollen jetzt auf dem Computer ausgeblendet werden. Macht natürlich eher andersrum Sinn, dass verschiedene Sachen auf dem Handy dann ausgeblendet werden. Oder halt fürs Tablet. Da kann man das Design ein bisschen anpassen.
damit das überall gut aussieht. Das funktioniert halt alles mit dem Elementor Baukasten, den es auch in der Pro-Version gibt. Ich kann das mal eben hier zeigen. Wenn man jetzt hier noch einen Abschnitt hinzufügen will, kann man hier auf ein Plus klicken. Entweder macht man es komplett neu, das heißt, man geht hier oben drauf, Überschrift reinziehen und meinetwegen Textabschnitt. Da kann man hier den Text ändern und die Überschrift. Ist also wirklich sehr einfach. Man kann das Ganze natürlich auch hier mit Bildern machen. Dann wählt man hier ein Bild aus der Bibliothek aus. Keine Ahnung. Man kann man hier die Größen noch anpassen. Das Ganze hier zurecht basteln, wie es dann passt. Tja, das ist relativ einfach. Aber für eine fertige Website braucht man schon ein, zwei Stunden, um das Ganze anzupassen. Wenn das Ganze dann fertig ist, muss man hier unten die Seite immer speichern. Sonst gehen die Änderungen verloren. Man kann hier aber auch in dem Verlauf dann die ganzen Änderungen, die man gemacht hat, wieder rückgängig machen. Falls man sich hier irgendwie verklickt hat und nicht mehr weiß, wie man das Ganze wiederherstellt, geht man hier einfach in den letzten Schritt zurück. Und dann hat man es so, wie es vorher war. Und kann das auch wieder speichern. Verschiedene Elemente sind halt kostenlos und es gibt noch viele weitere in der Pro-Version, aber im Grunde kommt man mit der Kostenlos-Version vollständig zurecht, weil es einfach so viele Sachen hier gibt. Es gibt auch noch andere Plugins für Elementor, wo es dann auch wieder kostenlose Zusatzfunktionen gibt. Aber die kann man einfach dann später mal testen. So, das war jetzt soweit fertig. Auf diese Weise kann man also das Design einfach hier importieren immer. Oder wenn es nicht gefällt, kann man es auch einfach wieder ändern. Dazu einfach hier auf Starter Templates klicken. Ein kostenloses Design auswählen und... Nehmen wir das hier. Kann das hier importieren. Und in diesem Schritt würde man dann hier noch anklicken, gesamten Content, der vorher drin war, löschen. Dann ist die Seite komplett ersetzt. In diesem Fall ist hier vermutlich noch ein Shop drin. Um einen Shop mit WordPress zu betreiben, braucht man noch ein zusätzliches Plugin für deutsches Recht, damit das einwandfrei ist hier in Europa bzw. in Deutschland. Aber dazu in einem anderen Video am besten mehr. In diesem Fall habe ich ja nur gezeigt, wie man hier einen Website-Baukasten installieren kann mit einer fertigen Website. Jetzt könnte man sich dann einen Designer suchen, der einem hier die Bilder und Texte austauscht. Das kostet vielleicht 100 oder 200 Euro. Ist aber auf jeden Fall günstiger, als irgendeine Agentur zu beschäftigen, die für den gleichen Aufwand ungefähr 5000 Euro nimmt. In diesem Sinne, viel Spaß mit den weiteren Videos. Ich mache dann mal hier mal was anderes.